gehen noch da. Seid ihr? Wo gehen noch da? Hört denn keiner. Ich sehe die Schiffe auch nicht. Jetzt werden sie einfach was mit der Schneemusik. Schön ist die Liebe, schön ist die Liebe da. Das ist ja gut. Schöner Mauer, Walzer. Schön ist die Liebe. Schön ist die Liebe. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte nun die Grußredner zu uns auf den hier hoch zu stoßen. Dankeschön. Der Schifferverein Reinhardsdorf geht auf die linke Seite des Balkons mit den Fahnen. Dankeschön. Thank you.
Wir würden jetzt beginnen wollen. Marcel, ich bitte um den Fahneneinmarsch. Werte Einwohner, werte Gäste, der Schifferverein Stadt Wehlen begrüßt euch zum diesjährigen Schifferumzug hier im sonnigen Wehlen. Besonders begrüßen möchten wir unseren Bürgermeister und die befreundeten Schiffervereine. Den Schifferverein Schmilka, die Schifferkameradschaft Hirschmühle, den Schifferverein Reinertsdorf, den Schifferverein Postelwitz, den Schifferverein Prossen, den Schifferverein Königstein, den Schifferverein Kurort Raden sowie die Familie Bunk aus Magdeburg. Des Weiteren unsere Ortsvereine, den Schützenverein Stadt Wehlen, den Faschingsverein Stadt Wehlen, den TUS Sportverein sowie den Burgverein. Für die musikalische Begleitung unseres Umzugs konnten wir wieder einmal die Kribbenthaler gewinnen, die uns schon seit Jahren die Treue halten. Ein großes Dankeschön dafür! Auch ein großes Dankeschön an all unsere fleißigen Helfer, die unseren Schifferverein auch heute wieder, sowie die anderen Jahre, tatkräftig unterstützen. Und allen anderen Gästen von nah und fern, die an unserem Schifferumzug beiwohnen. Ein herzliches Willkommen und viel Spaß! Wir treffen uns heute hier, um die uralte Tradition des Winteraustreibens zu pflegen und zu erhalten. Erhalten können wir diese Tradition aber nur, wenn die heutigen Generationen diese lebt und an die nächsten weitergeben kann.
Deshalb sind nicht nur wir, sondern auch alle anderen Schirmvereine auf neue und interessierte Mitglieder angewiesen. Dieses Jahr bildet nicht der Schifferumzug in Stadtwehlen den grünen Abschluss der Schifferumzüge im oberen Elbtal, sondern der Schifferumzug in Schmilka am 9. März. Nichtsdestotrotz wird es wie auch jedes Jahr mit allen Vereinen ein schöner und festlicher Umzug. Deshalb lasst uns heute beim Umzug richtig Spaß haben und danach hier auf dem Markt sowie im alten Werner Elbhegel, der die ganze Zeit und für alle Gäste einen richtig hinter die Uniform kippen. Der Werner Elbhegel ist dort hinten, meine Damen und Herren. In diesem Sinne ein dreifaches Voll. Aus. Der Schifferverein wählen, bitte noch einmal. In diesem Sinne ein dreifaches Voll. Aus. Voll. Aus. Voll. Aus. Und jetzt übergebe ich an die Vereine, beziehungsweise im Anschluss an unseren Bürgermeister, die noch vielleicht das eine oder andere Grußwort verlieren wollen. Ja, die Stadt Wehlen grüßt die Schiffervereine und natürlich grüße ich persönlich auch alle unsere Einwohner und unsere Gäste von nah und fern. Im Moment gehen ja in Deutschland ganz viele Menschen auf die Straße. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Man brüllt sich eigentlich nur noch an und zusammen kommt man überhaupt nicht mehr. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir heute mal so eine Veranstaltung haben. Unpolitisch, Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir in Sachsen sagen würden. Natürlich ist es nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eine wichtige Tradition. Und ich freue mich, dass diese Tradition so weiter gelebt wird. Und ich wünsche uns allen heute einen schönen Nachmittag und natürlich einen schönen Umzug. Vielen Dank. Ich bitte nun die erste Gastdelegation aus Reinersdorf zu uns. Danke. Liebe Wehlener Freunde, wir der Schifferverein Reinersdorf grüßen euch und eure Gäste mit einem einfachen Schiff. Wir freuen uns wieder bei euch zu sein, aber ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, meiner Delegation zu danken. Wir sind wieder von Schmilka bis Wehlen mit dabei bei jedem Umzug, um die Tradition hier im oberen Elbtal zu erhalten. Ganz besonders freue ich mich, dass wir seit vorigem Jahr ein neues Mitglied haben. Unser Der Johann Jonas ist seit vorigem Jahr in unserem Verein und ich freue mich, dass er sich bereit erklärt hat, unsere Vereinsfahne zu den Umzügen zu tragen. Dankeschön dafür. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag heute und mit unseren Nachbarn, den Krippendalern, ist es ja garantiert, dass es wieder ein toller Tag wird. Dankeschön, dass ihr hier seid. Es ist wie das letzte Mal, ich habe wieder das Geschenk vergessen. Also, ja, wir haben das gemacht, ja wieder was mitgebracht. Vielleicht kommt man ja auch rum. Wir danken dem Schifferverein Reinersdorf mit einem einfachen Voll. Das muss man nochmal üben. Als nächstes der Schifferverein Schmilka. Ja, liebe Kameraden hier, liebe Wehlener, liebe Gäste hier aus nah und fern, es ist natürlich eine sehr, sehr gute Tradition, dass die Schiffervereine hier das Oberen Elbtal für euch eingeladen werden. Ja, man findet immer neue Worte, alte Worte. Was findet man heute für ein Thema, über was man reden kann? Dann nehme ich das Thema mal Sprüche aus der Vereine. Ich habe gerade jetzt erfahren, ihr habt einen neuen Spruch, ich kriege es noch nicht ganz zusammen. Sagt es mal bitte auf Wehlnerisch, wie heißt das? Voll! Was? Siehst du, das klappt doch! Und ich möchte mich noch mal ein bisschen an den Raten entschuldigen, dass ich das Gut Strömse rausgemerkt habe. Aber wir sind ja nur in Sachsen. Also ich sag's nochmal, gut!
Ja, natürlich möchte ich meine Eintracht als Schmäger nicht vergessen. Es lebe die Eintracht! Hey! Es lebe die Eintracht! Hey! Es lebe die Eintracht! Hey! Und die Leben, die Bäder lieben! Hoch! Jetzt zieht sie hoch! Ja gut, ich will mich kurz fassen, hinter mir stehen ein paar. Seit 2 Jahren ist es Tradition, unser Sammelbild, der Schimmelverein der Oberen Elbnaß hier zu präsentieren. Wir haben es vorher nicht geschafft, nach Wählen zu kommen, zu wählen, zu bringen. Darum dieses Jahr unsere Nachreiche, dieses Bild. Der Allerschimmelverein hier des Oberen Elbtals. Und ich möchte euch nochmal viel, viel Spaß bei eurem Umzug wünschen und dann in der Fischerklause einen schönen, geselligen Abend. Und ich denke mal, diese Gäste, die aus Ferne hierher kommen, werden die Tradition weitertragen. Wir danken dem Schifferverein Schmilka für das tolle Geschenk und die Ansprache natürlich. Ne? Alles klar. Als nächstes der Schifferverein Kostelwitz. Ja, Brandy, Dankeschön für deine sehr kurze Ansprache heute. Da kommen wir heute auch noch dran. Ungewöhnlich, aber wahr. Der Schifferverein Kostelwitz bedankt sich für die Einladung des Wellner Schifferverein mit einem einfachen Fortuna. Ja, wir wünschen euch einen schönen Umzug, einen schönen Abend und ich halte es einfach mal kurz, weil der nächste Redner ist auch schon aufgeregt aus Grossen. Marco, du bist gleich dran. Hier, einfach einen schönen Tag und darauf ein dreifaches Fortuna. 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 Und auch für euch Frauensleute ein kleines Präsent, damit er den Kurs hält. Wir danken dem Schifferverein Postelwitz mit einem einfachen Voll. Raus! Dankeschön. Als nächstes der Schifferverein Preußen? Ne, Preußen, genau, richtig. Also ein einfaches Ahoi an alle, die hier da sind. Aufgeregt sind wir überhaupt nicht. Deswegen möchte ich euch alle begrüßen, liebe Schifferinnen und Schiffer, mit einem einfachen Preußen Ahoi. So, und deswegen möchten wir uns auch recht herzlich bedanken wieder für die Einladung. Auch in diesem Jahr sind wir wieder da. Und gleichzeitig möchte ich auch, dass ich nicht vergesse, das Geschenk übergeben. Und ich wünsche euch allen und auch uns einen schönen Umzug und dann ist auch schon der nächste dran. Also. Wir danken dem Schifferverein Preußen für das nette Geschenk mit einem einfachen Voll. Als nächstes der Schifferverein Königstein. Der Schifferverein Königstein grüßt Wählen mit einem einfachen Schifffahrt. Ja, ist ja doch ein paar da von uns. Als erstes will ich mal die Fracht loswerden, weil die ist nämlich schwer. Die Sauferei wiegt ganz schön. Ne? Wir wünschen euch und uns einen schönen Umzug. Wir haben traumhaftes Wetter. Wir hatten überhaupt bei allen Schiffen fast dachten bis jetzt ein traumhaftes Wetter. Das erste Jahr, wo ich mich erinnern kann, wo es krass Sauwetter war. Postelwitz hat es ein bisschen geregnet, aber ansonsten war es ganz schön. Ja, vor dieser traumhaften Kulisse hier nochmal alles Gute für euch. Einen schönen Umzug, heute Abend eine schöne Feier. Und wir verabschieden uns nochmal mit einem einfachen Schifffahrt. Wir danken dem Schifferverein Königstein für die Ansprache und das Geschenk mit einem einfachen Voll. Als nächstes der Schifferverein Raden. So, auch wir. Halt, bleib mal da. Nee, das ist das, wie die Reinhardtsvorfahren machen, das Geschenk wieder mitnehmen. Das gebe ich dir zuerst. Wir begrüßen die Wählender mit einem einfachen Gut. Danke. Auch wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Umzug und freuen uns natürlich immer, an den zweitschönsten Ort der Sächsischen Schweiz zu kommen. Und hat sich gerade jemand ausgeladen? Und wir, wie gesagt, wir sind auch mit einer großen Delegation gekommen.
und freuen uns, bei euch zu sein und machen natürlich den Umzug mit. Und hinterher trinken wir noch das eine oder andere Bierchen. Wir wünschen euch allen einen schönen Tag, einen schönen Umzug mit einem einfachen Gut. Danke. Wir danken dem Schufa-Verein Kurort Raden für die Ansprache und das Geschenk. Wie ich sehe, hat Raden in der besten Finanzverantwortlichen, ne, an der Größe des Geschenks kann man das festmachen. Wir danken Raden mit einem einfachen Voll. Ich bitte nun um den Fahnenausmarsch. Ach so, Entschuldigung, Verzeihung. Der Burgverein Stadt Wehen kommt auch noch. Ich übergebe an Herrn Robert. Ja, Leute, der Burgverein existiert noch und ich bin in Vertretung des Burgvereins heute vor Ort. Und ich durfte als einziger mit dem Schifferumzug mit begleiten. Und ich wünsche ein einfaches Burgheil. Ein kleines Geschenk noch. Wir danken dem Burgverein Wehlen mit einem einfachen Voll. Was? So, jetzt kommt noch die Familie Rupert aus Magdeburg. So, einen wunderschönen guten Tag. Das ist schön, dass man heute hier erleben kann, wie eine über 200, inzwischen über 200-jährige Tradition in Wehlen weitergeführt wird. Hochachtung, wunderbar, dass es das heute noch gibt. Nicht nur bei euch, wir haben es ja letzte Woche auch in Raden erlebt und in den anderen Ortschaften hier oben. Eine fantastische Sache, die nicht selbstverständlich ist. Ja, herzliche Grüße vom Elbe-Seitenrad Schleppdampfer-Württemberg. In diesem Jahr sind wir 115 Jahre alt geworden und der Berti grüßte uns mit einem legendären Kurzvideo. Herzlichen Dank nochmal dafür. Deswegen ist es natürlich heute doppelt wichtig, dass wir auch hier sind und zurückgrüßen können. Wir haben unseren Kesselraum geplündert und überreichen einen kleinen Gruß vom Dampfer-Württemberg. Und vielleicht nochmal zur Ankündigung, am Tag des offenen Denkmals im Jahr 2024, also in diesem Jahr, werden wir auf der Württemberg die 115 Jahre feiern und dazu noch besonders die Einladung verschicken. Aber jetzt habt ihr den Termin zumindest schon mal gehört. Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Verlauf des hiesigen Umzugs. Der Schifferverein Wehlen dankt der Familie Bunk aus Magdeburg für das hochprozentige Geschenk und die gute Ansprache mit einem einfachen Voll. Was? Jetzt bitte ich um den Fahnenausmarsch und im Anschluss um Aufstellung zum Umzug an der Kirche zu nehmen. Danke.